Ja, Eintracht Braunschweig ist am Sonntag, den 30.10. um 13.30 Uhr zu Gast hier im BWT-Stadion am Hartwald. Und damit herzlich willkommen zu unserer Spieltagspressekonferenz vor dem 14. Spieltag in der zweiten Fußball-Bundesliga. Ganz herzlich begrüßen darf ich unseren Trainer Alois Schwarz. Und der wird mit dem Update auch direkt loslegen. Alois, bitteschön. Ja, erstmal hallo zusammen. Update, ja, nach dem tollen Pokalfight haben wir schon ein bisschen auch dann natürlich Tribut zollen müssen mit Ausfällen von Bachmann, Aidini und Reves und sind so nach Regensburg, mussten dort antreten, haben eine Umstellung machen müssen und schießen nach 40 Sekunden so ein dummes Eigentor. Also da kommt alles gerade viel auf uns zu, trotzdem haben wir uns gut gefangen, eine tolle erste Halbzeit noch gespielt, leider zum Schluss ohne Punkte nach Hause gefahren, nicht belohnt worden. Ja, war ein bisschen abgebaut in der zweiten Halbzeit, vielleicht auch durch die englische Woche. Ja, und jetzt haben wir natürlich alles analysiert, haben dementsprechend darauf eingegangen und haben jetzt in die Wettkampfwoche Richtung Braunschweig gestartet. Hat sich nicht viel gebessert, was das Personal angeht. Wenn man dann durchgeht, ausfallen Patrick Drewes, Muskelfaserriss, Zenga, Sprunggelenk, Dennis Diekmeyer, Hüfte, Omar Diagite, Sprunggelenk, Okorochi, Mittelfußfraktur, Ganda, Muskelbündelriss, Grave, Trainingsrückstand, Bashkim Aidini hat leichtes Training gemacht, war laufen, genauso wie Yannick Bachmann, ja, leichtes Training gemacht und locker laufen. Werden wir heute mal sehen, wie es dann heute Mittag im Training sein könnte. Dazu kommt Tom Tribul, Hexenschuss. War auch jetzt zwar gestern laufen, aber ist nicht besser geworden. Ob das bis zum Wochenende reicht, ist auch ein Fragezeichen. Kommt eine Mannschaft mit Braunschweig auf uns zu, die gerade sich richtig gefangen hat, die Anfangsschwierigkeiten hatte, die sehr, sehr konstant in ihrem Spiel geworden ist, aber auch in ihren Ergebnissen. Ich glaube, letzten 7 Spiele haben sie keins verloren, 15 Punkte gemacht, haben sich jetzt stabilisiert und da kommt eine Hausnummer auf uns zu, wo uns viel abverlangen wird. Das mal von meiner Seite. Hallo, vielen Dank. Kommen wir zu euren Fragen. Christoph Offner, RNZ fängt an. Christoph, bitteschön. Hallo, Herr Schwarz. Aus den letzten 10 Spielen gab es nur einen Sieg. Von 30 möglichen Punkten hat man nur 6 geholt. Machen Sie sich angesichts dieser Zahlen auch Gedanken um die eigene Zukunft? Nee, meine Zukunft nicht, um die Gedanken des Vereins. Ja, da mache ich mir Gedanken, ja, und nicht über mich. Und wir sind sehr, sehr gut rausgekommen aus der Sommerpause und haben dann einen Abfall in Ergebnissen gehabt, teilweise nicht in Leistungen, weil wenn man die Spiele sieht, war es außer Paderborn, denke ich, waren wir immer auf Augenhöhe und diese Kleinigkeiten sind halt einfach gegen uns gefallen. Auch jetzt die Kleinigkeiten in Anführungszeichen durch die Personalgeschichten, die wir natürlich ein bisschen gebeutelt haben, da gilt es aber auch nicht zu jammern, sondern da gilt es mehr noch zusammenzustehen und eben ja, diese Situation so zu bereinigen, dass wir gut in die Winterpause kommen. Christoph nochmal. Mhm. Dann anschließend gleich, es sind jetzt noch 4 Spiele bis zur Winterpause, WM-Pause. Gibt es da intern eine Zielsetzung, was da eine Punkteausbeute angeht? Nein, in der Situation, wo wir sind, haben wir auch letzte Woche schon gesagt, dass wir wirklich ins nächste Spiel gucken müssen und dementsprechend gucken müssen, was haben wir gerade für ein Personal zur Verfügung, wie können wir spielen am besten, wie können wir am besten die Punkte hier behalten am Wochenende. Und das ist erstmal das Ziel, dass wir hier alles reinhauen und nochmal so eine Mentalität auch raushauen können in diesen 4 Spielen, wie jetzt zum Beispiel das gegen den KSC war oder eben in dem Spiel Magdeburg zu Hause, wo wir da wirklich auch viele Dinge richtig gemacht haben und auch belohnt worden sind. Andreas Lynch, Wetzinger Zeitung. Andreas, bitteschön. Jetzt habt ihr ja euch den Pokalsieg hart erkämpft. Normalerweise nimmt man ja sowas, aus sowas zieht man ja richtig Motivation und Selbstbewusstsein. Jetzt kam natürlich das mit dem Personal dazu.
und der Rückschlag dann in Regensburg. Was habt ihr denn noch vom Pokalspiel? Was zieht ihr noch daraus für Kraft oder so? Oder ist das schon wieder verpufft? Nein, was ziehen wir raus? Also jetzt haben wir wieder ein Heimspiel und in den Heimspielen haben wir eigentlich zu Hause auch in Art und Weise sehr, sehr ordentlich gespielt und auch gut. Wir haben einfach die kleinen Dinge wie gegen Nürnberg, wo wir in letzter Minute das Gegentor kriegen oder eben auch gegen Hannover, wo wir eigentlich die bessere Mannschaft waren und die entscheidenden Dinge im hinteren oder im vorderen Drittel falsch gemacht haben. Ansonsten haben wir wirklich auch zu Hause ganz, ganz gut gespielt und daran tun wir uns natürlich auch orientieren und sagen, wir sind zu Hause und wir wollen die Punkte hier gegen Braunschweig behalten. Andreas nochmal. Wo sehen Sie die Stärken von Braunschweig? Auf was gibt es besonders zu achten, auch taktisch vielleicht? Ja, wie ich gerade gesagt habe, ist eine Mannschaft, die sehr, sehr konstant spielt, die sehr, sehr gut verteidigt mittlerweile, wo sie am Anfang ein bisschen Probleme hatten und was sie haben, ein sehr, sehr gutes Umschaltspiel. Und zurzeit sind sie auch effektiv. Christoph. Mit Manuel Ferrei haben die Braunschweiger ja auch für Zweitliga-Verhältnisse durchaus einen Ausnahmespieler, würde ich sagen. Auf was kommt es an, um ihn zu stoppen? Ist da vielleicht also irgendwie eine besondere Bewachung oder sowas geplant? Das ist immer schwierig. Er ist ein guter Spieler. Er hat sich auch wirklich gut in dieser Liga jetzt zurechtgefunden. Und mit Sicherheit muss man genauso auf ihn aufpassen, wie auch auf den einen oder anderen, der im vorderen Bereich dementsprechend dort spielt. Und wie gesagt, die Mannschaft hat sich gefunden. Und jetzt müssen wir einfach gucken, dass wir einen Schlüssel finden, um auch hier gegen Braunschweig zu gewinnen. Andreas? Angesichts der vielen Ausfälle stellt sich die Mannschaft ja fast wie von selbst auf. Oder haben Sie Hoffnung bei den drei Kandidaten, dass da noch der eine oder andere vielleicht zumindest auf der Bank sitzen kann? Oder? Ja, die Hoffnung stirbt zum Schluss in dem Moment auch. Ja, klar, man versucht alles. Die medizinische Abteilung, die macht gute Arbeit. Aber wir sind halt gerade ein bisschen gebeutelt. Ich habe schon natürlich die Hoffnung, gegebenenfalls, dass vielleicht der eine oder andere doch zur Verfügung stehen kann, zumindest auf der Bank. Ja. Christoph? Falls diese Hoffnung nicht bewahrt, ist die Fünferkette wieder das System der Wahl? Auch das werden wir heute drauf eingehen nochmal. Ja, wir haben gestern so ein bisschen, aber ob wir dann nochmal eine Dreier- oder eine Fünferkette spielen, wie man es dementsprechend nimmt, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Christoph nochmal. Sie haben es eingangs angesprochen, die Niederlage in Regensburg wurde analysiert, aufgearbeitet. Nach dem Spiel hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass schon bei den Spielern auch so Enttäuschung da war, ein Stück weit vielleicht Ratlosigkeit, warum man trotzdem im guten Spiel wieder nicht sich belohnen konnte. Wie war denn die Stimmung unter der Woche? Ja, es ist immer so, natürlich, wenn man mal richtig auf die Fresse kriegt und man hat verdient verloren wie in Paderborn, dann ist es vielleicht schneller abzuhaken, wie jetzt, wenn man solche Spiele dann verliert, wo man mit Sicherheit gut auf Augenhöhe war. Wir haben es analysiert, aber wir haben einfach dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr so mit dem Ball gespielt, wie wir es eigentlich können und nicht mehr so nach vorne gespielt und dadurch haben wir den Druck vom Regensburg dann größer geworden und ja, das war ja auch ein zweites dummes Tor, das muss man auch sagen, das kann man auch viel besser verteidigen, das war sehr naiv verteidigt. Bei uns ist es halt so, wir werden halt auch gerade in dem Moment gleich bestraft und deswegen hat man schon darüber nochmal auch gesprochen, um in den entscheidenden Situationen hinten wie vorne, um da einfach besser zu sein und aufmerksamer zu sein und mehr Leidenschaft und mehr Herz reinzulegen. Christoph. Die Formkurve von Ihre Mannschaft und Eintracht Braunschweig verläuft so ein bisschen entgegengesetzt. Liegt da der Druck, würden Sie sagen, ganz klar auf Ihre Mannschaft und muss man da auch ein bisschen aufpassen, dass dieser Druck nicht auch vielleicht hemmt? Ja, ich glaube, Druck gehört immer dazu und man macht sich auch selber Druck, auch wenn es mal dementsprechend mal gut läuft. Man will trotzdem das nächste auch wieder gewinnen. Jetzt haben wir natürlich aber auch die Situation, dass wir auswärts
erst 2 Punkte gemacht haben, die wirklich mau sind. Ja. Und dann bist du zu Hause immer wieder unter Druck, um dementsprechend zu gewinnen oder zu punkten auf jeden Fall. Und das ist so und mit der Situation müssen wir umgehen können. Weitere Nachfragen, Andreas? Keine, Christoph? Okay, dann sind wir durch und erwarten am Sonntag Eintracht Braunschweig hier im BWT-Stadion am Hartwald. Ich darf noch hinweisen auf unser Fanradio, den Hartwald-Hörfunk präsentiert von Kurpfalz erleben. Die werden wieder rund 10 Minuten vor Spielbeginn auf Sendung sein. Ansonsten bis dann, gesund bleiben und ins Stadion kommen und das Team unterstützen. Bis dann, tschüss.